Guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Wieder mal mit Lucky und Alex. Und ich habe was ganz, ganz Tolles geplant. Ich hoffe, ihr werdet mal gucken, wann ihr es checkt, was ich vorhab. Ja. Okay. Okay, okay. Ich bin richtig ready. Ich bin auf jeden Fall wieder der männlichste Mann überhaupt. Seit Bauer etwa? Nein. Putzfrau? Little Mac. Nein. Putzfrau, okay. Peach? Nein. Männlichster Mann. War ein Scherz mit Peach. Gibt's überhaupt eine Trans in Smash? Ah ja, Corin und der andere. Da rein. Genau. Beginnst du dann mal? Hä? Achso, sorry. Ich gecheckt, dass ich L und R drücken muss. Tja, du bist ja Leader, ich du musst das. Ich bin Captain Falcon. Also. Ach, mit denen habe ich euch doch abgezogen. Und ich bin das Biest. Und ich bin der sexy Link. Der Link in der Beschreibung. Oh ne, er ist nee. Schnell, er ist schnell. Geilster Tod ever. Und jetzt mussten wir nicht mal lange warten auf den lame Tod. Der kam jetzt schon. Oh, das muss unbedingt in so ein Best-of rein. Ehrlich? Ja, Mann. Ich bin tot. Warte mal, hast du jetzt nur schneller gemacht? Nein, hab ich nicht. Hä, ich komm mir schneller vor. Ach, du hast Bomben nur reingemacht. Richtig. Oh, ich bin so ein Spielchecker. Hier, in dem Pfeiler. Alter, ich hab wieder... Was ist das Scheiße? Ehrlich, ich war voll... Ich hab voll gar nicht gesehen, dass du auf mich drin schießt. Oh, ich bin so ich bin so doof. Du bringst dich irgendwie fast selber um mit den Bomben. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Nee, du kannst dich zurücklehnen. Oder sterben. Mhm. Oh nö. Ich schlag immer die Bomben kaputt. Ich hab gescheckt für dich. Schade. Will ich nicht. Schmeckt nicht. Digga! Ja. Ein Geschenk von mir. Du hast eine Bombe. Achso, ich hab's! Ja! Ich hab das Geschenk! Boots! Nein! Nice! Hast du mir den Kill geklaut, du Arsch! Der hat mir den Kill geklaut! Ja. Ein Geschenk von mir. Schade. Naja, ich bin jetzt, ich habe eben gerade zwei lame Tone hinter mir, also ich das darf nicht. Das die nächsten zwei Parts. Hä? Was dann für die nächsten zwei Parts mit lame Tone? Alter, der war unendlich gut, ey. Ein Part oder Geschenke? Oh, das war übelst geil, ey. Alles, ey, das füge ich nochmal in Zeitlupe ein. Das alles Gute kommt von oben! Echt? Bombenstimmung hier. Bombenstimmung. Tschüss! So, das war locker easy. Der nächste. Der nächste wird sich ein bisschen schlechter anstellen und die Bombe hinter dich werfen. Oh, das war nice. Das war echt gut von dir. Ich weiß noch nicht, warum du mich erwischt hast jetzt, aber es war gut. Ich weiß ja auch, du warst hinter mir. Aber. Das war geplant, gib's doch zu. Wo ist die Bombe hin? Die kommt gleich runter, oder meinst du die andere? Oh. Ah, ich hab dich, glaube ich. Hä? Hier! Gefangen! Oh mein Gott! Oh. Komm! Link will spielen. Lass uns ein Spiel spielen. So kann man die Bombe auch auslösen. Werfen und schlagen. Oh Mann, ist das unfair. Hast du noch letzte Worte? Scheiße. Hey. Oh. Fang! Er rettet sich mal wieder, Alter. Als ob ich so dumm bin. Jetzt! Yes. Nein! Deine Bombe hat dich gerettet! Ja, ich weiß, das war ein bisschen geplant. Falscher Knopf! Gut gemacht! Gut gemacht! Das war geplant, gibst du! Das wäre richtig episch geworden, wenn ihr beide nur noch ein Leben gehabt hättet. Dann hätte er gewonnen. Dann hätte, ja, weil ich eine ja. Eine Sekunde nach ihm abgekratzt bin. Ja. War aus aber so geschockt von der Bombe, dass er nicht gecheckt hat, dass er wegfliegen soll. Und ich war so geschockt von der Omega Stage, dass ich runtergesprungen bin.
Oh Mann, ich glaube, ich habe die ganze Lache auf meiner Seite, ey. Diese Stelle gleich am Anfang, die kann man einfach nicht mehr toppen. Das war einfach zu gut. Mhm. Was hast du überhaupt gemacht? Bist du einfach runtergesprungen oder was? Was? Bist du einfach runtergesprungen oder was? Ja, ich dachte so. Ach, okay. Ist ja die alte M64 Stage. Sprich, ich kann mich erstmal nach unten verpissen und dann erstmal chillen. Nee, ich hab aber nicht gecheckt, dass das eine Omega Stage ist. Ich hab die Omega gemacht. Und deswegen bin ich einfach runtergesprungen und hab das Hitzespiel gecheckt. Dann hab ich dich ja indirekt nochmal getötet. Ja. Boah, ich bin echt gemein. Und ich dachte mir so, was hat der denn jetzt vor? Weil du keiner reinfühlst. Dachte ich, gibt mal Geheim-Item, so? Weil ich diese Arena nicht habe, weil ich kenne die ja nicht. Ah, es geht also beides. Man muss die anscheinend mit der Spitze treffen. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, muss ich schon sagen. Also, jetzt hat einfach nach links, natürlich, da gibt es ein schönes Geschenk, wenn du da runterspringst. Alles klar. Also, kann man runterspringen, schauen. Geyoshi ist wieder am Start! Ey, es gibt bestimmt Leute, die finden den süß. Mhm. Ich meine, Yoshi ist so süß. Jo. Ja, der Pink halt nicht, der ist ein Lappen. Mhm. Nee, bei, wie hieß das 64er Spiel, Yoshi Island oder so? Yoshi. Ja. Da hat. Ja, stimmt. Yoshi Story. Da fand ich den Pink immer am besten irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde ihn. Super Mario World finde ich den blauen am geilsten. Ja, ich auch. Weil er mir fliegen kann. Das ist so eine Innovation. Oh mein Gott. Alter. Vor allem, das wird nie wieder aufgegriffen bei irgendeinem Spiel. Das regt mich irgendwie voll auf. Das ist voll oft so bei Nintendo. Ich weiß nicht, das, was wir mögen, will Nintendo nicht, dass wir es mögen irgendwie. Ja. Oh. Genauso wie in Super Mimis sehr wieder. Das wäre richtig geil, wenn hier eins wäre. Ich hab mich so gefreut als Kind, als da so eine Story kam, Alter. Tschüss. Nix da! Doch da! Warte. Das mach ich jetzt. Ich krieg dich. Nein, verdammt. Komm, und? Ah, boom. Jetzt hat. Nee, der lebt noch. Danke. So, jetzt hat er aber wirklich. Ja. Ach man. Ich wollte gerade einen Spruch, warte mal. Könnte ich eigentlich? Lutsch mein Schwab! Oh, Mann! Ich hab das Timing versaut. Ja, ich wollte eigentlich sagen, lutsch mein Schwanz und du wirst verrecken. Ja. Weißt du, weil ich meinen Schwanz halt nach oben ziehe und dann halt. Weißt du, das tut halt weh und. Das soll nicht pervers sein? Nein? Ich hab das Gefühl, du bist gerade mal richtig flach unterwegs. Ah, nimm die Füße hoch, weil die kommen noch flacher. Ach, guck dir meinen Flachen dann an, was er da hat. Flacher geht's nicht, Alter. Das ist schlechter als ein Flachwitz. Spaß. Ich finde die super. Es geht nicht immer um die Größe, liebe Freunde. Ey, was trägt seit Jahren eine Brille und kann trotzdem nicht sehen? Eine Schildkröte? Nee. Eine Torschüssel. Daher, die können auch flacher kommen. Wenn's geht. Ihr müsst mir halt nur ein Limit setzen, weil dann sonst hole ich richtig die flachen Witze raus. Ach. Sind nicht immer alle deine Witze flach? Hä? Sind nicht immer deine Witze flach? Naja, ich kenne noch flachere, also. Flachere Fische. Das sind schon Flundern. Flunder? Ja. Was? Hast du gerade was hast du eine Frage gestellt? Hä, was? Was? Ich hab grad nicht zugehört, ich hab nur Flunder verstanden. Meine Witze können auch wie Flundern sein, wenn sie auf dem Boden liegen, gar nicht sichtbar. Nice. Ja. Das gefällt mir. Och man, Yoshi, du enttäuscht mich gerade übelst. Oh Mann, dieser Pit, der ist gerade. Pit enttäuscht mich. Pit ist vorne. Tschüss. Könnt ihr mal aufhören, mich zu mobben, Alter? Ich will auch mal hier ein Match gewinnen. Hey, du bist pink. Ja, das sagt schon alles. Ich hab ich hab Frauenrechte, ich darf auch mal gewinnen. Ich gewinn zwar die ganze Zeit, aber. Alter. Nicht unbedingt, nicht immer. Nee, nicht unbedingt. Ein Herz für schwule Dinos, Mann. Boah, willst du wissen, dass der schwul ist, du Sack? Der hat ja nicht mal ein. Pink! Der hat ja nicht mal ein Genital! Ich kann auch weiblicher Yoshi sein, du. Aber der hat kein Genital. Ich find's voll süß hier, Alter. Obwohl, nee, warte mal, die paaren sich doch bestimmt mit Birdos, ne? Nicht unbedingt. Also so stelle ich mir das, so hab ich mir das als Kind vorgestellt.
Nein. Peter in der Wäscheleine ist nicht wirklich Peter, sondern Spider-Man. Lol, voll. Oh, schon wieder umgewollt. Scheiße! Das war ein Ich bin eine fette Sau und sitze hier im Bau. Ich habe Schwabbeltitten und werde zugerissen. Das bringt mich sehr ins Schwitzen und ich kann nicht mehr sitzen. Ich schwör's, ich werde überhaupt nichts sensieren, ne? Egal was du sagst. Ich hab keinen Bock. Das sind schlaue Zitate von Family Guy. Ich weiß, aber trotzdem werde ich das nicht sensieren. Du bist zu langsam, du bist tot. Als ob ich irgendwas sensiere. Nö, also. Ich weiß nicht, ab wann man so eine Linie ziehen kann. Wir sind sowieso am Arsch. Aber ich kann nicht. Ich dürfte sowieso schon lange nichts mehr mit YouTube verdienen, ey, wenn sie ihre neuen Zensuren-Richtlinien daraus bringen da. YouTube verdient man eh nicht so viel. Zumindest als armer YouTuber. Als armer YouTuber, ach, ja. Du verstehst schon halt, die halt nicht wenn so. Wenn du ein armer YouTuber bist, dann hast du eh kein Geld. Du Sack, Alter, ich meine uns damit. Ich meine jetzt nicht arm in dem Sinne, aber ich meine jetzt arm von der Abonnentenzahl her. Aber es juckt doch eh niemanden, oder? Es juckt doch keinen. Hauptsache wir haben Spaß an dem, was wir tun. Jo. Alter, ich komme ja nicht klar mit dir, Alter. Was habe ich in der Erziehung falsch gemacht mit dir, Pit? Was hat Zähne mit Pit zu tun? Du bist ja nicht Palutena. Ja doch, ich habe nur blonde Haare. Hä? Ja, Palutena hat grüne Haare. Ja, aber ich habe gesagt, ich habe blonde Haare. Ah, sieh mal. Es ist Palutena, wollte halt nur ein bisschen dümmer wirken. Oh, es ist Palo Zelda. Wie kam sich die schlau vor, deswegen? Anzeige ist raus, du schlägst Frauen, Anzeige ist sowas von raus. Stirb! Ach komm! Oh je! Das wollte ich aber nicht. Nein. Und nochmal! Komm schon! Nein! Natürlich! Flieg. Ein Engel, der nicht einfach die ganze Zeit fliegen kann, was für eine Logik. Seine Flügel sind noch nicht ausgewachsen. Er ist noch nicht in der Pubertät, mein Freund. Das Kind ist doch noch ein Kind! Du kannst es gar nicht ganz zeigen. Weiß ich nicht. So. Das stimmt. Wenn er noch ein Kind ist, dann fällt er unter die beschränkte Rechtsfähigkeit. Ja, das heißt, dein Eltern sind schuldig. Ja, muss Palutena den Kopf hinhalten. Allein schon diese Logik. Also muss Palutena sein Kopf hinhalten. Ich will leben! Ich will leben! Also verbluten, sie kriegen eine Anzeige, Pit hat nämlich Magen gebaut. Ey, lass mich doch mal leben, du Affe! Stirb! Na, weh! Mann, ich hab's mir so gewünscht, von ganzem Herzen. Ja, das Spiel, das Leben ist halt nicht fair. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Mhm. Fuck, das war gut. Das war eigentlich voll schlecht von mir, aber voll gut von dir. Das traue ich mich nicht mehr anzugreifen. Von dir. Aua! So, Rap. Und. Verdammt. Ja, ich lebe! Alter, was ist das für ein Kackmatch? Immer zwischen uns ist das immer so hässlich. So eine Beziehung habe ich mir nicht mit dir gewünscht. Alter, das wird jetzt echt spannend. Kommt wieder. Kommt jetzt. Ihr werdet jetzt beide wieder gleichmäßig rausfliegen. Kommt schon. Fuck, ich hab nicht drauf geguckt. Los, hol Luft. Lass. Wuff. Nein. Lass, komm. Als ob ich so. Ich hab mich drückt auf die ganze Zeit Schild. Warum geht dieses verdammte Schild nicht los? Ja! Anzeige ist raus. Das war so spannend, ich dachte sogar ich wäre gestorben und dann sah ich da noch paar Flügel stehen. Ja, diese Spitze hatte ich nicht gut erwischt. 8 Minuten hat dieser Kackkampf gedauert. Guck mal, wie traurig Yoshiko. Ja, er musste noch ein paar Minuten gehen. Ja, juckt niemanden. Er hat die schöne Party verpasst. Ja. Mann, wer bin ich denn jetzt? Ach so, ich weiß schon, wer ich sein wollte. Ich hab's eben vergessen. Welche Arena hatten wir jetzt gerade? Ich vergesse das immer, weil ich so dumm bin. Ich nehme jetzt Yoshis Arena.
Ich weiß gar nicht, wie ich nehmen soll, aber wisst ihr was? Ich nehme Edge, weiß ich nicht. Ich nehme irgendeinen. Den Char kenne ich gar nicht. Was? Den Char Headset, kenne ich nicht. Das DLC-Charakter. DLC-Charakter schon wieder? Ja. Habe ich selbst eingebaut für Rayman, weißt du? Ja. Also Rayman wäre schon nice. Ja, da fliegen wirklich die Fäuste. Ich habe immer einen Erzfeind irgendwie so. Schon wieder Gendorf ist mein Erzfeind. Wieso nimmst du den? Ja, Pac-Man? Der eine meint, wo ist der Gendorf? Alter! Schon wieder eine Kombo. Oh scheiße, das war schlecht. Das war eine Kombo. Ja, schon wieder. Jupp, was schön mit euch. Ich merke jetzt schon, dass ihr keinen Bock auf mich habt. Alles klar. Ja, erstmal den hier rausnehmen. Vor allem, wir machen es ja nicht extra. Ich bin entspannt. Weil er mit seinen Hydranten hier nervt. Er hat mal wieder die Rechnung nicht bezahlt. Oh! Ja, klar. Weil der Noob-Killer. Ich hatte immer diese Randkiller. Diese Noob-Killer. Die nur wegen Lack hier einen raus haben. Wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, es kommt nicht von mir, es kommt von mir, sondern von deinen Bewohnern. Welche Bewohner? Ich weiß auch nicht. Scheiße, verdammt. Das war ein Scherz. Nimm den Schlüssel des Glücks! Das war zu arm. So. Verdammt. Ja, hau mir den Schlüssel her. Ja. Naja, nichts gibt's. Nimm Wackelpudding. Nö. Oder hier, warte. Oder warte. Och Mann, warte. Kannst du mal auf? Weg. Hier, nimm iPhone. Danke, iPhone. Ja, wegen Apple und so. Alter, wieso rennst du immer in seine Attacken rein? Das fuckt mich ein bisschen ab. Wir wollen auch noch was, ich will auch noch was von dir haben. Ja, wir wollen auch ein bisschen was von dir sehen, weil wenn du immer nach den ersten Minuten raus bist, ist es lame. Wieso? Dann spielt aber ein bisschen schlechter. Ja, Level. Weil Charaktere, die ihr nicht könnt. Ich spiel schon auf Level 5 Niveau. Och nö, Alter! Ich muss in der Bombe stehen. Alter, meine Konzentration ist voll im Keller gerade, ne? Putz! Ja. Ah, als ob! Er wurde vom dran. Oh Mann. Hat er jetzt nicht gebracht. Dann hat er gebracht. Du Affe! Ey, das war so unfair. Egal, wir haben jetzt. Jetzt haben wir gleich. Ich hatte fast. Wer ist so gut wie gestorben? Hier, fang. Hier, alles gratis. Kostenlos! Oh, ich hasse das. Dagegen muss ich mir noch was über. Ich wollte stärker als Daueranzeigen, oder was? Oh Mann, Anzeige ist raus. Ah, komm! Werf die Bombe! Jetzt muss ich schon wieder Anzeige raushauen, weil du ein Erwachsener bist und ich bin ein Kind. Alter. So nenne ich den Partner. Okay, das ist Erziehungsschlägerei, Mann. Wenn du nicht hörst, Alter. Bist du voll für die strengsten Eltern der Welt, ey. Nein. Ach komm, das war easy. Komm. Hier. Brav. komm. Ja, ich komm gleich, warte. Mal schön die Geschenke erstmal holen. Für den letzten Vater gerade drauf. Nein. Aua! Ich dachte, wir spielen nur Wrestling. Bin ich das Wahnsinn? Ja, definitiv. Hä, ich bin ausgewichen! Der Zuschauermodus ist so ekelhaft. Wieso kann ich dich eigentlich nicht als Geist weiterkämpfen und dann irgendjemanden angreifen, so dass ihr es sieht, wo ich bin? Wie bei Mario Kart 64, wo man die Bombe spielt. Ja, genau so. Das wäre geil. Dann einfach nur auf dieselbe Person gehen, ey. Immer der sich erledigt hat. Außer du warst es selber, da musst du dich selbst schlagen. Ach scheiße. Da muss ich die ganze Zeit von der Stage springen. Yay. Mann, mit Link bin ich viel besser als mit dem Kleinen. Der hat eine größere Range. Ja, aber nicht nur das. Der ist halt ein bisschen anders. Oh, fuck, das war so... Ja! Das ist wegen sein Kackschwert immer.
Lucky hat gewonnen. Irgendwie habe ich halt ganz schön Glück und gewinn sogar bis jetzt. Danke. Bis jetzt, du hast den letzten Kampf gewonnen, Mann. Letzter Kampf? Ach, das war der letzte Kampf. Ja, Alter, 20 Minuten sind schon vorbei. Ja, ich jetzt. So schnell. Alter, für mich dauert das Ewigkeit, weil ich einfach zu dumm bin. Wir können noch einen Bonuskampf machen. Was? Bonuskampf? Dö. Okay. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, guckt auf jeden Fall bei den anderen beiden vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Egal, scheiß drauf. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Tschüss. Ciao.